Sehr geehrte Damen und Herren, der Impulsvortrag beginnt jetzt. Servus und ganz herzlich willkommen hier in München. Schön, dass Sie bei uns sind. Mein Name ist Maxi Sarwas. Ich freue mich sehr, Sie hier am Stand von Roll Hydro begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns über Wasser reden. Das ist ja augenscheinlich immer da. Wir drehen den Wasserhahn auf, stellen uns unter die Dusche und wenn alles gut geht, dann trinken wir auch noch 2 Liter Wasser pro Tag. Die Wahrheit allerdings, die sieht ganz anders aus. Denn laut Experten verlieren wir in Europa dramatisch an Wasser. Allein Deutschland verzeichnet den höchsten Wasserverlust weltweit. Wir verlieren jedes Jahr 2,5 Kubikkilometer Wasser. Das entspricht der gesamten Menge des Bodensees. Also wirklich dramatische Zustände. Allerdings lassen Sie uns nicht über die Probleme, sondern viel lieber über Lösungen sprechen. Und die finden Sie hier bei uns am Stand von Roll Hydro. Ich habe heute bei mir Christoph Ullmann. Hallo. Schön, dass du da bist. Der Produktmanager der Messtechnik international von Roll Hydro. Ja, jetzt rollen wir das Ganze mal von vorne auf. Es gibt ja die Flaschen, in der ich sehr teures Wasser kaufen kann. Absolut. Und dann gibt es ja auch das, was ich aus dem Wasserhahn kriege. Was ist besser? Und dann habt ihr noch diesen spannenden Ausdruck, strategisches Wasser. Was soll denn das sein? Strategisches Wasser bedeutet Wasser aus dem Hahn. Wenn wir einen Kostenvergleich machen, 1 Liter Luxuswasser. Luxuswasser ist? Aus der Flasche. Aus der Flasche, verstehe. Mhm. Das kostet ungefähr 50 Cent. Pro Liter? Pro Liter, ja. Und Wasser aus dem Hahn kostet ungefähr 0,2 Cent. Wow, das bedeutet, das Unterschied ist groß und bedeutet, dass es ungefähr 250 Mal teurer ist als Wasser aus dem Hahn. Das ist eine Ansage. So oder so, Wasser zu verlieren, ist eine blöde Sache, das will keiner. Warum seid ihr denn jetzt genau die Richtigen, wenn es darum geht, Wasserverlust den Kampf anzusagen? Ja, ich denke schon. Von Roll Hydro beschäftigt sich seit Jahren im Thema Leckortung und Wassernetzwerküberwachung. Mehr als 3 Jahrzehnte Erfahrung, aber zur Entwicklung von die optimalen Geräten geführt, ja. Okay, alles klar. Also wir sehen schon ein bisschen was hier. Ja. Ihr habt ein bisschen was mitgebracht zur Messe. Welches Produkt ist denn euer Kassenschlager? Ziemlich sicher würde ich mit dem Ortomat MTC, unser GSM-Logger, anfangen. Darf ich es mal kurz in die Hand nehmen? Ja, klar. Okay, wow. Also, was steckt dahinter? Was macht man damit? Das ist ein GSM-Logger, der mit unserer Visualisierungstool, System Infraport funktioniert. Der wird permanent Geräusche aufnehmen. Und diese Daten werden dann per GSM oder andere Netzwerke auf einen Server geschickt und analysiert. Also alle Geräusche nimmt dieses Gerät immer auf, egal ob Tag oder Nacht. Absolut, ja. Also das ist letztendlich die Zukunft. Da geht der Weg hin, ja. Denn es kann alles überwachen, es korreliert und es zeigt vor allen Dingen auch jedes Leck. Also eins der absoluten Highlights hier am Stand. Müssen Sie sich unbedingt noch ein paar mehr Infos drüber holen, kriegen Sie alles bei unseren Mitarbeitern. Aber das ist ja nicht das Einzige. Ne? Das hier ist kein Kuli, so viel weiß ich schon. Nein. Was steckt dahinter? Das ist unser neuer Leakpen ab diesem Jahr. Es ist ein sehr einfaches Abhorchgerät. Wir wollten etwas wirklich Einfaches und Preiswertes machen, was jeder Monteur immer dabei haben kann. Mhm. Und, ein Abhorchgerät. Abhorchgerät, ist das? Ja. Und für jeden, sagst du? Für jeden, absolut, ja. Jeder kann das ohne Problem verwenden. Aha. Du hast gesehen, mit einem Schwenk ist es eingeschaltet und gleich kann man visuell über diese LED sehen, ob es ein Geräusch, ein auffälliges Geräusch gibt oder nicht. Das heißt, je lauter es ist, desto größer ist der Ausschlag. Absolut, ja. Auch das also kinderleicht. Ja. Worauf lag der Fokus bei der Entwicklung? Auf ein einfaches Produkt und preiswertes Produkt, ja. Hört bestimmt der Kunde gerne. Ja. War immer noch nicht alles. Wir haben noch was. Da drüben. Wir haben noch unser Korrelator, der Log 3000 BT. Das ist auch ein einfaches Gerät. Wir wollten wirklich unser Fokus ist wirklich auf eine einfache Bedienung.
Und mit so einem Gerät kann man zwischen zwei Messpunkte messen und sehen, ob es da ein Leck gibt oder nicht. Also auch das ein Leckortungsgerät, der Korrelator Log 3000. Was sind die Besonderheiten? Weil Leckortungsgeräte gibt es viele. Man hat auch Aber wir wollten wirklich etwas Einfaches entwickeln. Mhm. Ich glaube, das haben wir jetzt geschafft, ja. Das geht übers Handy und übers Smartphone, habe ich mir sagen lassen. Die neueste Version funktioniert mit einem Handy oder einem Tablet. Das heißt, ich zücke mein Handy und kann von überall quasi auf das Gerät mich zuschalten und bekomme die Infos kinderleicht und intuitiv auf mein Handy geliefert. Und mit einem Handy und unser Log 3000 kann in kürzester Zeit ein Leck eingemessen werden, ohne Probleme. Wow. Also, darüber gibt es viel zu erzählen. Haben wir was vergessen? Oder sagst du, nee, das ist was, da müssen wir uns unbedingt mal im Vier-Augen-Gespräch noch ein bisschen mehr drüber halten? Ich werde noch etwas addieren, dass das Gerät funktioniert so lange, bis man selbst die Messung beendet. Das ist wirklich ein Vorteil, wenn wir mit großem Störungsgeräusch arbeiten. Das ist wirklich hilfreich und in dieser Form ist das einzigartig. Wow, okay, kriegt man also nur bei euch am Stand, auch da lohnt es sich also mal, hier einen näheren Blick zu riskieren. Das heißt, das sind eure Highlights. Absolut. Noch viel mehr warten hier am Stand, können wir halt in der Kürze der Zeit jetzt alles gar nicht zeigen. Aber für den Moment sage ich dir schon mal vielen, vielen Dank. Lassen Sie Ihren Blick noch mal schweifen über das, was wir Ihnen hier vorstellen wollen. Also der Automat genauso wie der Leakpen und natürlich auch der Korrelator. Und an dieser Stelle begrüße ich hier Manuel Görzel. Schön, Hallo, dass Maxi. Du da bist, Hallo. Dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist geprüfter Wassermeister, seit 15 Jahren in der Wasserversorgung tätig und seit 4 Jahren bei von Roll Hydro, habe ich investigativ nachrecherchiert. Ganz genau. Als Teamleiter im Bereich Sensorik bist du tätig, das heißt, du bist tatsächlich der Richtige an meiner Seite, um mir jetzt mal ganz kurz zu erzählen, was für Erfolgsstories habt ihr denn schon mit diesen Produkten erreicht? Ja, genau. Wir haben eine sehr lange Erfahrung mit diesen Geräten. Wir sind weltweit mit dem Einsatz, natürlich ganz stark in Europa, aber auch in Australien, Fernost. Weltweit gibt es da tolle Projekte. Mhm. Hört sich gut an für den Moment. Wie sieht es denn mit der Netzüberwachung aus? Größere Gemeinden, klar, die kommen da natürlich super mit klar. Kleinere Gemeinden, ist für die Investition auch geeignet? Ja, natürlich. Also wir haben kleine Gemeinden, zum Beispiel in Unterfranken, eine Gemeinde Haibach, die haben innerhalb von einem Jahr ihren Wasserverbrauch um 30 Millionen Liter Wasser senken können. Mhm. Und das ist natürlich nicht nur 30 Millionen Liter Wasser, das ist der Stromverbrauch, der dahinter steht und damit auch der Energieausstoß, CO2. Mhm. Was würdest du denn sagen, sind die größten Gefahren bei der Wasserversorgung oder die größten Gefahren und Herausforderungen bei der Wasserversorgung heutzutage? Ja, bei der Wasserversorgung ist natürlich ein Riesenproblem, zum Beispiel Wasserdiebstahl. Wir haben Personen, die an unser Netz gehen. Warte mal, Wasserdiebstahl? Ja, Herrlich. Es gibt zum Beispiel Bauern, aber auch irgendwelche Leute, die uns ärgern wollen, die Wasser entnehmen aus einem Hydrant, aus einem Standrohr. Wir kriegen das nicht mit und haben dann Probleme damit. Das ist ja irre. Okay, ja. Und das Problem ist so groß, dass man da was gegen tun muss. Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht nur ein Schaden für den Wasserversorger, dem natürlich das Wasser fehlt, auch für alle ehrlichen Kunden, die das Wasser mitbezahlen müssen. Ja, was kann ich denn jetzt tun, um Wasserdiebstahl einzudämmen? Ja, wir haben ganz verschiedene Produkte. Aktuell neu natürlich unsere Tell-Familie. Da haben wir zum Beispiel den Tell-Infrastruktur, mit dem wir Brunnendeckel überwachen können. Hm? Wir haben einen Tell für Storzkupplung, da können wir Überflowhydranten überwachen. Wenn da jemand drangeht, macht den Deckel ab, kriegen wir sofort eine Meldung aufs Handy und wissen, wir müssen das schauen. Das ist smart. Und auch der Automat, der hat da nochmal ein besonderes Highlight. Genau, das ist einzigartig bei unseren Datenloggern, bei unseren Geräuschloggern. Der sogenannte Hydroalert, der überwacht auch am Tag das Netz. Und wenn irgendwo eine große Wasserentnahme stattfindet, kriegen wir sofort einen Alarm. Ja, nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Der überwacht einfach immer. Und ich kann entspannt schlafen gehen. Sehr gut. Genau. Besser geht's ja gar nicht. Ihr habt ein Pilotprojekt. Auch da, über das lass uns kurz mal reden. Genau, wir bieten unseren Kunden natürlich Pilotprojekte an, damit die unsere Geräte kennenlernen können, aber auch unser Know-how. Das heißt, Water Loss, das ist das Stichwort. Genau.
So ein Pilotprojekt, das läuft ungefähr 2 bis 4 Wochen, je nach Kunde. Da kommen wir mit unseren Geräten vorbei, aber natürlich auch mit unseren Leuten, mit unserem Know-how und bringen die Leute dazu, ihre eigene Zero-Water-Loss-Strategie mit unseren Produkten zu starten. Mhm. Hast du mal eine Beispielrechnung für mich? Was kostet mich Wasserverlust und wie sehr lohnt sich die Investition? Ja, so ein kleiner Rohrbruch. Wir haben immer ein Beispiel, ein Leck mit 4 mm Durchmesser. Bei 8 Bar Druck im Netz sind das ungefähr 12.000 Kubikmeter Wasser im Jahr, die da weglaufen. Und je nach Einkaufspreis sind da schnell 25.000 Euro zusammen. Das heißt, so ein Pilotprojekt oder auch die Anschaffung von Geräten ist sehr schnell amortisiert. Hört sich gut an. In diesem Sinne vielen Dank für die Infos. Das und viel mehr erfahren Sie hier bei uns am Stand von Fonderoll. Es lohnt sich vorbeizukommen hier auf der IFA 2022. Fragen Sie die Mitarbeiter nach allen weiteren Infos oder schauen Sie direkt auf der Homepage vorbei www.fonderoll-hydro.world. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Show bei uns hier am Stand, die startet um 3:30 und zwar zum Thema BIM. Building Information Modeling, auch das ein spannendes Thema. Was dahinter steckt, das erfahren Sie dann. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.